wir haben den Spezialisten rausgesucht, sind da hingefahren. Und dann er so, ja, machen Sie sich keine Hoffnung, Ihre Tochter ist blind, die wird auch nicht sehen können, geben Sie nicht zu viel Geld für irgendwelche Experimente aus Amerika und so. Meine Freundin Caroline ist aus dem Zimmer gelaufen, hat richtig geheult. Der dann eben anders Effekt, das bedeutet, dass Menschen an einem Punkt waren in ihrem Leben, wo sie nicht mehr weiter wussten und dann ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Ich habe immer gedacht, das werden die Menschen merken, dass ich einfach nicht die Richtige bin, weil ich einfach der Meinung war, ich bin nicht die Richtige. Erstmal, was ist normal? Und so wundervoll normal. Keiner von uns ist normal, überhaupt keiner ist normal. Ja, man sollte wirklich niemals vom ersten Eindruck über einen Menschen urteilen. Viele kennen ihn als eloquenten und charmanten Nihat aus der Erfolgsserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Aber wie tickt Timur Ilker eigentlich privat und welche Krisen musste er schon überstehen? Darüber spreche ich heute mit ihm. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Timur. Hallihallo, es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, herzlich willkommen bei uns. Ja, wir wollen ja heute mal so ein bisschen über die Auf und Abs deines Lebens sprechen. Es gab ja schon einige, es war ja spannend bis jetzt. Und wenn wir mal zuerst auf deine Kindheit schauen, du bist ja in Hamburg aufgewachsen, im Problembezirk. Deine Mutter hat dich alleine großgezogen mit relativ wenig finanziellen Mitteln. Bist du auch so ein bisschen in dem Gefühl groß geworden, ein bisschen benachteiligt zu sein, weniger Chancen zu haben als andere? Ehrlich gesagt habe ich mich mit der Frage auch schon beschäftigt und so rückblickend war das für mich nie ein Thema, dass wir weniger Geld hatten oder dass meine Mama alleinerziehend war. Das war für mich ganz normal. Ich kannte das halt nicht anders. Aber ich habe halt im Nachgang, jetzt als Erwachsener, wo ich selber Kinder habe, habe ich gemerkt, was das eigentlich für einen Impact mit sich bringt. Ne? Und das war eine krasse Erkenntnis. Also auch ganz viele aus dem Umfeld sind Drogendealer geworden oder sind auf die schiefe Bahn gekommen. Ne? Das hast du so im Nachhinein ist jetzt erst aufgefallen im Prinzip. Genau, also da, wo ich herkomme, war es halt üblich, dass die Leute alle wenig Geld haben, dass die auch versuchen, anders an Geld ranzukommen. Der Bildungsstand war jetzt auch nicht allzu hoch. Das heißt, man hat irgendwie versucht, auch illegal Geld zu machen. Und wir hatten bei uns in der Straße hatten wir halt immer Drogendealer, die dann da vor dem Internetcafé und Streitereien und Sirenen, das war halt so alltäglich. Aber wie gesagt, ich kannte es nicht anders. Und das war für mich normal. Und du bist ja dann relativ jung auch zum Militär gegangen, was ja erstmal gut war, weil das hat dir eine Struktur gegeben, das hat dir ein gutes Einkommen gegeben. Aber dann musstest du nach Afghanistan und das war schon eine krasse Erfahrung, oder? Genau. Der Schritt zur Bundeswehr zu gehen war eigentlich der, dass ich davor, meine Mutter hat immer gesagt, und das ist so auch normal, du musst was lernen, mein Sohn, oder studieren. Und dann habe ich halt 3 Jahre eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht und hatte eigentlich gar keinen Bock. Und nach 3 Jahren habe ich die Prüfung nicht bestanden und dachte so, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich will es nicht. Ich hätte ein halbes Jahr weitermachen können und die beenden können. Ich habe alles hingeworfen, dachte, nee, ich mache jetzt das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Und das war dann zu dem Zeitpunkt, ich möchte was Sportliches machen, ich möchte irgendwie was Interaktives machen und das war halt Bundeswehr dann für mich. Aber auch da war ja schon der Wunsch, Schauspieler war auch schon irgendwo da, ne? Damals Schauspieler war immer da. Ja. Also habe ich immer angewandt, das war irgendwie so ein kleines Talent, das ich mitgebracht hatte. Und ob wir dann in den Clubs auf der Reeperbahn waren oder ob ich in der Schule, ich weiß noch nicht, die Direktorin hatte mich gefragt, was wollen Sie denn werden, Herr Ilker? Und ich so, Schauspieler. Ich würde gerne Schauspieler. Und die haben mich ausgelacht, ne, damals. Das ist doch, und hat meine Mutter angerufen und meinten, das ist doch, ihr Sohn träumt, der muss jetzt merken, dass es hier wirklich um das Wahre geht quasi. Das war so die Reaktion. Ja. Also Schule war ja auch wirklich gar nicht dein Ding. Du hast ja auch viel Mist gemacht. Einmal hast du einen Feuerlöscher aktiviert. Woher weißt du das denn? Ich habe dein Buch gelesen. Ach, stimmt. Stimmt, so habe ich das Buch geschrieben. Ja, ja. Das war, ja. Meine Mutter hat viel geweint. Also am Tag hier, wo man Zeugnisvergaben hat und so, haben wir halt alle gefeiert und ich habe den ganzen Feuerlöscher in der Aula leer gemacht und dann musste das ganze Event verplant werden quasi, also verschoben werden und ich musste eine hohe Summe zahlen. Die Schule musste gereinigt werden, ne? Die ganze Schule musste gereinigt werden im Prinzip. Ja. Wahnsinn. Ja, also macht es nicht. Also macht es nicht machen. Das ist auch, ja. Ich kann jetzt drüber lachen, aber es war halt wirklich eine Scheißsituation. Ja, aber man muss ja auch mal wissen, was passiert, wenn man so einen Feuerlöscher aktiviert. Absolut, jetzt wissen wir's. Absolut. Und dann warst du aber in Afghanistan und das war eine krasse Erfahrung. Ne? Du hast auch gesagt, da ist ganz viel Armut natürlich und natürlich auch diese Gewalt und diese Todesangst. Ja, Bundeswehr allgemein war halt eine wichtige Instanz für mich. Und Afghanistan war natürlich eine Erfahrung, die sehr intensiv war und in viele Seiten ausgeschlagen ist. Afghanistan ist halt ein Kriegsgebiet, immer noch. Und zu dem Zeitpunkt war Kunduz halt so Taliban-Hochburg und da waren wir stationiert. Und das war natürlich, ich habe meiner Mutter auch gesagt, dass ich nur im Lager bin, damit die sich nicht allzu sehr Sorgen macht, weil die hat auch richtig krass geweint. Aber wir waren am Ende des Tages, waren wir fast nur draußen. Ne? Mhm. Und das war eine starke Erfahrung. Mhm. Ja. Verändert das einen auch?
Auf jeden Fall würde ich sagen, dass Afghanistan, also dass so ein Kriegseinsatz jemanden prägt. Ne? Und auch einige mehr oder weniger damit zu kämpfen haben. Ich hatte auch dann mit den Folgen zu kämpfen, aber habe mich dann einpendeln können und habe auch natürlich Hilfe gesucht. Ne? Die Bundeswehr bietet ja auch Selbsthilfe an. Mhm. Also du gehst dann auf Kur, kannst mit Leuten reden, hast auch vor Ort Psychologen. Mhm. Und das würde ich auch allgemein grundsätzlich jedem irgendwie ans Herz legen, wenn man merkt, ich komme nicht weiter oder ich bin an einem Punkt. Weil oft ist es ja so ein schleichender Prozess. Ja. Aber irgendwann merkst du es. Und spätestens dann solltest du mit Leuten darüber reden, mit jemandem. Und eine weitere große Krise im Leben von dir und auch von deiner Frau war dann die Erkrankung eurer ersten Tochter. Was für eine Erkrankung hatte sie? Ja, das war, ich glaube, mitunter der schwierigste Punkt in meinem Leben. Also meine Tochter kam zur Welt, alles schön. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, das stimmt was mit den Augen nicht. Und die Schwestern alle, nee, das ist in Ordnung, das löst sich. Und also das Auge war sehr trüb. Genau, am Anfang können Kinder ja noch gar nicht so richtig schauen. Genau. Aber dir ist aufgefallen, dass es sehr trüb eben aussah. Es ist sehr trüb, genau. Das Auge entwickelt sich noch. Also das Kind kommt halt auf die Welt und das Auge lernt dann irgendwann zu sehen. Bei meiner Tochter war es halt die ganze Zeit trüb. Und irgendwann ist bei mir so der Knoten geplatzt und ich wurde sehr laut und meinte, nee, ich möchte jetzt den Oberarzt sprechen. Das war an einem Wochenende, das weiß ich noch. Und wir mussten halt bis Montag dann warten, bis es dann irgendwie in die Untersuchung geht. Und ja, und der Oberarzt dann, ja, stimmt, irgendwas stimmt mit ihrer Tochter nicht. Und dann sind wir sofort auf die Intensiv. Und das war natürlich die krasseste Zeit, ne? Alles, was danach kam. Und dann war am Ende das Resultat der Ärzte, ihre Tochter ist blind. Machen sie sich keine Hoffnung. Ich weiß noch, wie ich in diesem, wir haben den Spezialisten rausgesucht, sind da hingefahren und dann er so, ja, machen Sie sich keine Hoffnung, Ihre Tochter ist blind, die wird auch nicht sehen können, geben Sie nicht zu viel Geld für irgendwelche Experimente aus Amerika und so. Meine Freundin Caroline ist aus dem Zimmer gelaufen, hat richtig geheult so, und das war so der Moment, wo ich dachte, ey, nee, das geht so nicht weiter. Wir haben wirklich ein sehr tolles Krankensystem in Deutschland, auch tolle Ärzte, sehr hohe Bildung, viele kommen ja auch nach Deutschland zum Studieren, aber ich bin der Meinung, dass man sich nicht sofort auf die erste Meinung verlassen sollte, sondern sich mehrere Meinungen immer einholen sollte, egal bei was. Und das habe ich an dem Punkt dann auch gemacht. Ich habe mich selbst erkundigt, ich habe selbst gelesen, habe mit Leuten darüber gesprochen und habe dann am Ende des Tages einen Dozenten und Bereichsleiter an der Charité Berlin, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, habe ihm den Stand geschildert und er meinte, hey, komm mal vorbei. Hat mir zurückgeschrieben, komm vorbei, wir gucken uns das an. Ja, und kurze Zeit darauf später wurde meine Tochter dann operiert. Und jedes das, Auge einzeln, ne? Genau, nach und nach, weil das ist natürlich ein Rieseneingriff, ja. Das ist für ein 3 Monate altes Baby. Und ja, Resultat, meine Tochter kann sehen. Und läuft hier rum, spielt mit ihrer Wii. Product Placement. Ja. Und ja, also ich bin sehr, sehr dankbar für alles, wie es gelaufen ist. Aber ihr habt euch ja auch super durchgekämpft. Das war ja auch eine wahnsinnig harte Zeit, so eine OP für so ein junges, kleines Kind. Und dann auch, sie durfte ja nicht ins Auge fassen. Das heißt, ihr musstet Tag und Nacht die Hände von dem Baby vom Auge weghalten. Darf ich mal fragen, wann hast du denn das Buch gelesen? Wir haben doch vor 3 Tagen... Ist es nicht normal, dass man das Buch liest, wenn man ein Interview macht? Ne, sehr gut, aber diese kurze Zeitspanne, ja. Nicht schlecht. Hat mich Danke. Interessiert, ja. Ja, wow. Tatsächlich war die OP, also ich habe ein Bild im Kopf, wie das Piep, und das Kind wird weggetragen und so, das war halt sehr schlimm. Und du bist halt machtlos und sitzt dann da in diesem Warteraum, der halt sowieso schon ohnehin so kalt ist, ja. Und weißt halt nicht, was mit deinem kleinen Baby passiert, ne? Und ob das gut läuft. Aber danach kam natürlich dann die krasse Herausforderung, weil wir mussten 10 verschiedene Tropfen geben am Tag, in regelmäßigen Abständen. Das Auge musste immer abgeklebt sein. Und das Kind, ein Baby, darf sich... Du kannst einem Baby nicht sagen, fass sie nicht ans Auge. Das heißt, wir mussten original 24 Stunden Schicht einlegen und einer musste immer die Hände, also ich habe das Kind dann immer so getragen und habe dann immer die Hände zugemacht, damit sich das zu keinem Zeitpunkt ans Auge geht. Ne? Weil wenn das einmal ans Auge geht, dann lösen sich die ganzen Nähte und dann ist vorbei. Ja. Dann kannst du das Ganze knicken. Und das haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht. Ja, 24 Wahnsinn. Stunden. Wir haben geschlafen, irgendwann haben wir die Schlafsäcke zugetackert, damit das Kind halt so schläft. Für Kinder ist es ja ein Pucken, ne? Das ist ja nicht schlimm. Und ich habe halt immer, wir haben immer so geschlafen, dass wir immer ihre Hände immer unter Kontrolle haben. Halbes Jahr lang. Das war die schlimmste Zeit. Aber es hat sich gelohnt. Du freust dich jeden Tag darüber, dass es durchgezogen ist. Meine Tochter ist meine Prinzessin, ja. Glaube ich. Und auch beruflich hast du ja schon ein paar Auf und Abs gehabt. Du warst zwischenzeitlich, nachdem du schon erfolgreich warst, dann arbeitslos und hast auch Schulden gehabt. Wie hast du es denn geschafft, jetzt heute wieder so erfolgreich zu sein? Natürlich gehört Glück dazu, der richtige Anruf. Aber was hast du dazu beigetragen? Was hast du gemacht? Ich finde,
Glück ist natürlich eine Sache, aber Vorbereitung ist das A und O. Also du musst halt in der Lage sein, dein Glück zu greifen. Es bringt nichts, wenn dir dein Glück vorbeigeht und du hast die Hände in den Taschen. Und ich habe halt, und das habe ich am Ende gemacht, ich habe nonstop für mein Ziel gekämpft. Und ich bin halt ein sehr exzessiver Typ, das heißt, ich mache wirklich nichts anderes. Und das habe ich am Ende gemacht. Ich habe überall, wo sich eine Möglichkeit ergeben hat, bin ich hingefahren. Ich habe das gemacht, Ich bin nach Amerika gezogen und habe dort studiert und so. Und habe auch Entscheidungen getroffen, die sehr riskant waren und auch nicht konventionell. So. Und, aber am Ende des Tages stehe ich hier und wir führen das Interview und ich bin sehr dankbar, wie es gekommen ist. Also wenn ich einen Tipp da auch nochmal geben kann, ja. Hört auf euer Bauch, gebt alles und macht es leidenschaftlich und der Rest ergibt sich eigentlich von alleine. Und so diese wichtigste Säule in deinem Leben ist ja deine Familie. Ihr habt ja wirklich ein ganz, ganz starkes Band zueinander. Ich habe dich ja mit deiner Frau mal ganz kurz kennengelernt und man hat das direkt gespürt. Dieses starke Band, dieses Safe sein in der Beziehung. Und das ist ja auch was du eigentlich erst lernen musstest, ne? Dieses beziehungsfähig werden und dass die Beziehung so funktioniert. Das ist ja auch ein Thema, wo du sehr an dir auch gearbeitet hast, oder? Auf jeden Fall. Also Beziehungsfähigkeit, das ist halt auch ein Prozess. Ja. Aber es ist schon richtig, dass meine Familie, und da ist Caro natürlich meine Vertrauensperson Nummer eins, der kann ich alles erzählen, auch wenn ich mal ein Glas mehr getrunken habe. Das kann ich meiner Mama zum Beispiel nicht erzählen. Aber am Ende des Tages ist Familie übergeordnet Mama, der Stiefvater und halt meine Tante und so, auch bei uns Türken ist ja auch gerade so ein Familiending, Deutsch-Türken, ja. Familiending ein großes Thema, ist mein Fundament. Ja. Und darauf basiert alles. Ich brauche halt Leute, meine Menschen, denen ich blind vertrauen kann. Und da schließe ich meine Mutter auf jeden Fall ein, da schließe ich Caro ein, genau. Und deine Kinder dann auch meine immer Kinder, mehr. Denen vertraue ich auch, genau. Aber ich bin noch eine Stütze für die, ja, genau. Was auch in Ordnung ist. Und was sind so deine Ziele und deine Träume für die nahe, mittelfristige Zukunft? Also ihr baut ja gerade ein Haus. Genau, also ich möchte das Haus gerne abschließen. Hausbau ist nämlich nochmal so eine Instanz, die halt auch eine Hürde ist. Jeder, der ein Haus gebaut hat, wird wahrscheinlich wissen, wovon ich rede, ist halt unfassbar strapazierend. Aber wenn das Haus steht, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und wer weiß, vielleicht mache ich ein bisschen im Immobilienbereich irgendwie, dass ich da noch weitere Häuser baue, vielleicht mehr Familienhäuser. Das wäre so ein Ziel, das ich jetzt gerade so ein bisschen anpeile. Und weiter GZSZ. GZSZ ist natürlich auch ein sehr starkes Fundament. Ich bin sehr glücklich, ein Teil dieses Teams zu sein, inzwischen seit 5 Jahren. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres. Man sagt, das ist so die Verbeamtung des Schauspiels. Es gibt nichts Schöneres, als jeden Tag dich neu ausprobieren zu können. So. Ja, und die Serie ist ja auch wahnsinnig gehypt und wahnsinnig anerkannt, seit Jahrzehnten mittlerweile. Ne? Seit 30 Jahren. Ja. Und es wird auch nie langweilig. Also es kommt immer neue Geschichten und sie kommen auch immer wieder so nach vorne, dass man auch Spaß hat zuzugucken. Ja, ich finde, GZSZ hat so eine, das ist dank des Teams, einfach eine Magie. Du kannst da sein, 100% dabei sein, du kannst aber auch mal einschalten und es catcht dich sofort. Ja. Also das ist das Schöne an GZSZ. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr ehrliche, offene und interessante Gespräch. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war tatsächlich unsere Sendung zum 5. Geburtstag von Dann eben anders. Wir freuen uns sehr über alle, die seit Anfang an zuschauen, aber auch über alle, die neu zuschauen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sowohl bei Instagram als auch bei YouTube. Und ich freue mich auf ganz viele weitere Sendungen. Tschüss und bis bald. Musik